Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Die letzte Folge ist etwas abrupt geendet, weil mal wieder das Spiel abgestürzt ist. Aber... ich habe jetzt etwas Hilfe dazu gesucht und habe jetzt einen anderen Emulator, ein neueres Modell. Und hoffe, dass das nicht mal passieren wird. Im Hintergrund, falls man das hört, mein Hund rastet gerade übelst aus. Er versucht, sein Futter zu verstecken. Macht er gerne öfters mal. So, ich hoffe, alle Tasten sind jetzt richtig eingestellt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt mit dem neuen Emulator spiele. Werden wir mal sehen. Gesamtübersicht. Ich guck mal ganz kurz. Wir haben jetzt Mayaos Tempel vollständig abgeschlossen. Das ist perfekt. Klumperkluftmine können wir da doch noch nicht. Die zwei Puzzlos, weiß ich sogar, wo sie sind. Ja, ja. Das eine Puzzle, ob ich gerade keinen Bock. Das ist wie gesagt, das eine Mal, wenn wir uns da trennen müssen und dann über die ganzen Platten. Das mache ich später mit Kazooie. Und für das andere brauchen wir die Plopschuhe. Das heißt, nicht die Plopschuhe, die Spring-Ding-Sie-Schuhe. Ihr wisst schon. Die Sprungfederschuhe, so. Hex-Hex-Pack ist auch noch einiges, was zu holen ist, ne? Oh, lol. Und vor allen Dingen auch in der Jolly Roger. In Jolly Rogers Lagune. Das ist auch einiges. Ich gehe mal davon aus. Ich überlege gerade. Ja, komm, wir machen das. Wir gehen jetzt wieder zurück zur Jolly Rogers Lagune. Da ist ja noch einiges noch zu holen. Wobei es auch keine Moves gibt, ne? Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Ich überlege gerade. Ich würde nämlich auch gerne vielleicht schon in den nächsten Level gehen. Aber das wäre irgendwie auch doof. Nee, wir gehen nochmal in Jolly Rogers Lagune, machen da nochmal ein, zwei Sachen. Ich werde noch ein bisschen im Kreis herumirren, wie man das halt so kennt. Boah, ich habe gerade echt keine Ahnung mehr, wie man den ganzen Puzzlos da kommt. Wir haben auch den einen durchsichtigen Fisch, durch den wir durchfliegen müssen. Das habe ich zwar in einer Aufnahme mal gemacht, aber das Spiel ist ja nachher abgestürzt. Und es scheint ja random zu sein, wo der Fisch in welchem Spiel stand oder wie auch immer, wo der auftaucht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Da müssen wir noch was holen. Dann brauchen wir, glaube ich, noch den Kleidmove von Kazooie an einer Stelle. Dann müssen wir noch so ein zwei Abschießspiele machen. Oh mein Gott. Nice Performance. Ja. Die Frames droppen like it's hot. Wir hoffen einfach mal, dass die Frames jetzt wieder halbwegs stabil bleiben. Oh mein Gott. Im Moment sind es 23 pro Sekunde. Das ist okay. Okay, die Frage ist, wo gehen wir jetzt mal hin? Ich habe gerade absolut keine Ahnung, wo wir hier mal ansetzen könnten. Ich würde gerne mal zu Wumba gehen, aber ich habe absolut null Peilung, wo man die hier findet. Das heißt, wir suchen sie mal. Das kann jetzt wieder lustig werden. Ich werde jetzt vermutlich 10 Minuten in der Folge einfach wild hin und her rennen und sie suchen. Spindhöhle will ich nicht. Ich will eigentlich... Wo hat denn Wumba? Ich gehe mal nach Atlantis. Das scheint da relativ zentral zu sein. Vielleicht finde ich auch online irgendwie eine Karte oder sowas. Ich muss da mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt gerade ein Shop-WhatsApp noch offen. Schnell zumachen, bevor hier nervige Geräusche kommen. Hallo, ich bin eine Maus. So. Ich glaube, die meisten Sachen würde ich gerne mit Wumbas Verwandlung machen wollen, weil die damit einfacher sind. Huiuiuiui. Die Frage ist, boah. Von hier komme ich doch 100 pro. Das sieht so aus, als ob man davon käme. Das Problem ist, sieht einfach mal alles gleich aus. Ich habe da voll... Ja, die Probleme, mich zu orientieren. Und ich werde jetzt hier so lange im Kreis schwimmen, bis ich irgendwann Wumbas Wigwam gefunden habe. Wenn ich nicht sogar schon mal da war und dann einfach mal eiskalt dran vorbei bin. Keine Ahnung. Ey, wenn jetzt hier Wumbas Wigwam ist, dann lache ich laut. Ist das der? Okay, ja, soviel dazu. Und das auch schon dafür später im Puzzle. Okay, das ging jetzt 10 Minuten schneller als gedacht. Ich weiß nicht, das ist ja hier schon fast ein Speedrun. Nein, ist es nicht, aber ich kriege ja manchmal relativ schnell Sachen hin. Ja, dann brauche ich ewig, um im Hex-Hex-Park die eine Note zu kriegen. Man hat es nicht immer leicht. So, wo ist denn jetzt hier? Ich will das, ich weiß nicht. Wie mache ich schon mal hier Speed? Oh mein Gott. Nee, das war falsch. Das war total falsch. Wir kriegen das Puzzle noch. Ich bin total optimistisch. So, wo ist denn jetzt hier der? Oh mein Gott. Das war voll vorbei. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Nie. Na, so viel zu. Ich bin hier voll krass und mache hier einen Speedrun. Ich krieg das nicht hin. Ah! Oh Gott, mir wird von der Steuerung schlecht. Ah, sehr gut. Hui, alles klärchen.
So, ich muss auch noch den Klobo finden. Boah, Ego-Perspektive ist des Todes. Oh, ich höre ihn schon. Da unten ist er. Yay. Wo geht's denn da hin? Von da komme ich nicht. Ne, von wo komme ich? Ich komme, glaube ich, von da. Ich habe keine Ahnung. Meine Orientierung ist sowas von für den Arsch. Komm, komm, komm. Perfekt. Jetzt habe ich sogar zwei Klobos. Ja, stimmt. Den anderen, der ist noch für Mumbo. Bei der Klippe. Darum sollte ich mich ja auch noch kümmern. Später. War hier eigentlich noch irgendetwas außer Wumba? Sieht nicht so aus. Na gut, dann auf zur Humba Wumba. Oh, ich kann sogar einfach reinschwimmen. Hi. Hallo. Man kann es vielleicht schon ahnen. Ich werde mich schon etwas verwandeln. Was in Wasser agiert. Ich muss, glaube ich, in das Becken tauchen. Oh ne, ich muss erstmal mit Wumba reden. Das hätte auch mein Niveau. Erstmal mit der Dame reden, bevor man hier irgendetwas irgendwo reintaucht. Hallo Wumba, ich will reden. Ah, da haben Globo. Wollen es Wumba geben? Natürlich. Natürlich. Wir werfen es einfach hinein. Ah, Zauber fertig. Springen in Wumba-Becken. Nein, ich will reintauchen. So. Und wir sind ein U-Boot. Wumba, das nennen U-Boot. Du betätigen 3D-Joystick, um zu drehen, dich auf der Stelle. Und du drücken A, wenn du schnell sein wollen. Für Echolot, du drücken B oder Z für Torpedo-Attacke. Achso, B ist Echolot und Z ist Torpedo-Attacke. Yeah. Yeah, that's life. Ich hab keine Ahnung. Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber hey, wir haben jetzt dadurch ganz viele neue, lustige Möglichkeiten. Ich weiß noch nicht genau was, aber wir freuen uns. Das ist echt schnell. Ich glaube aber, hier ist keine Dingenskirschenplatte, ne? Muss ich mir merken, wie ich hierher gekommen bin. Ich glaube, hier bin ich hergekommen, ne? Das sieht so schön grün aus. Das nehmen wir mal. Oh mein Gott, ich lehne mich gerade übelst in das Mikrofon. Wow, wow. Also die Steuerung ist gerade echt huiuiui, ne? So, dann schießen wir mal gleich mal eine Bombe rein. Yeah, so muss das. So, okay, ich bin gerade etwas überfordert. So, wir haben jetzt unendlich viele neue Möglichkeiten. Um genau zu sein, zwei oder drei. Wenn nicht sogar vier. War hier das? Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich muss mal Lucky Lucky machen. Und auch mal speichern hier. Ich mach mal hier ein Safe State. Huiuiui. Ah, nee, bevor ich irgendwas anderes mache. Einen Moment bitte. Ich muss mir merken, wie ich nochmal zu Humba komme. Nicht, dass wir dann wirklich 10 Minuten den Weg zu Humba suchen. Das wäre dann äußerst dramatisch. Oder? Wo sind wir denn jetzt? Verdammt, ich hab schon. Ich glaube hier oben, ne? Hier oben? Ja. Muss mich orientieren. Okay. Da wo das ist, gegenüber von dem, geht's zu Humba. Okay. Das werde ich jetzt vermutlich schon eh in absehbarer Zeit vergessen haben, aber immerhin habe ich mir die Mühe gemacht, das mitzumerken. Ah ja, hier ging es, glaube ich, zu Crispy Bacon. Oder auf Deutsch Cross Gebraten. Ich finde es immer noch sehr lustig. Es tut mir leid. Yes. Ich muss nämlich hier auch wieder in Ego-Perspektive. Weil ich glaube, dass die Steuerung hier ein bisschen. Ist nicht ganz so furchtbar. Bei dem neuen Emulator. Die ist immer noch sehr flink, die Steuerung, aber sie ist nicht ganz so schlimm. Aber ich wollte trotzdem mal die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Einen Moment bitte. Oh Gott, wie geht denn das hier? Range, da. Ist eh nur auf 66. Vielleicht liegt es auch damit zusammen. Ich mache sie mal runter auf 30. Gucken wir mal. Ich habe jetzt mal alles ein bisschen abgeändert. Na, ja, man ist ein weniger wendig, aber ist okay. So. Jo, was geht? Hallo, ich bin ein U-Boot. Ich möchte gerne mit dir reden. Redet dann nicht mit mir, wenn ich ein U-Boot bin? Hi. Hallo. Ich
glaube, der redet nicht mit mir, wenn ich ein U-Boot bin. Kann das sein? Schade. Ich dachte, ich kann das hier als U-Boot machen. Weil wir müssen hier Sachen abschießen und dann kann ich ja übelst mit meinen Torpedo-Dingern schießen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Der ignoriert mich, weil ich ein U-Boot bin. Wie gemein. Da muss ich hier wohl doch dann mit Eiern vorankommen. Okay, dann schon mal eine Möglichkeit weniger, die wir haben. Das ist schade. Gut. Na, wir haben noch andere Sachen zu tun. Keine Sorge, Freunde. Wo war denn jetzt hier die Teleporterplatte? Da, die nehmen wir mal. Ich muss mal ein bisschen zurück mit der Ansicht. Die ist mir irgendwie viel zu nah. Ey, geh weg, du komischer Pustefisch. Auf dich habe ich jetzt keinen Bock. So, wir wollen zur Spindhöhle. Irgendwie. U-Boote sind U-Boote. Ja, ich möchte ja auch runter. Hä? Ich möchte ja... Hä? Ja, ich weiß, dass U-Boote am Land untauglich sind, aber ich möchte ja auch nicht an Land. Ich... Hä? Warte mal, kann ich hier auch runter? Warte mal. Okay, ach so, verstehe. Meine... Range ist anscheinend so niedrig eingestellt, dass ich hier im Menü nichts anwählen kann. Das wusste ich nicht. Ich gehe mal ein bisschen hoch. Jetzt müsste ich aber hier was auswählen können. Ja, jetzt geht's. Stummi. Guck mal, wie es in der Ego-Perspektive so läuft. Ja, ist sehr hagelig. Ich gehe mal wieder ein bisschen runter. Es tut mir so leid, Leute, das ist so unglaublich unprofessionell, aber das ist mir gerade egal. So, ja, das ist okay, ich hoffe, das reicht. Hier haben wir einige Dinge, die wir erledigen können. Es hört. Ich überlege gerade, ich wollte hier irgendwo... Ja, hier ging es runter, ne? Da war nämlich der Luftdruck zu... der Wasserdruck zu hoch. Aber als U-Boot ist das auch kein Problem. Ich möchte nochmal auf unsere super sexy Hose hinweisen, also... Das ist das Beste. Hast du endlich hergefunden? Willst du auf meinen Minen schießen? Mit 60 Punkten erhältst du vielleicht einen Preis. Brauchst du Instruktionen? Nein. Fertig? 3, 2, 1, los! Okay, alles klar. Jo, ich gehe mal hier so ein bisschen mal in die Mitte rein. Und ja, ich muss jetzt hier 60 Punkte sammeln. Ich glaube, das Prinzip kennt ihr schon. Die Roten sind eigentlich eher so losermäßig. Die Grünen bringen 2 Punkte. Und die Blauen bringen ganze 3 Punkte. Und ich glaube, ich bin gerade nicht so gut da drin. Kann ich irgendwie auch Dauer... Ah, ich kann auch Dauer... Nee, ich kann nicht Dauer abschießen. Ich muss einzeln drücken? Boah, das ist ja voll anstrengend. Oh mein Gott, kein Dauerfeuer. Alter, ich kann gerade einen nicht... Ich würde mich vielleicht lieber auf was anderes konzentrieren. Ein bisschen rumschwimmen ist vielleicht auch nicht schlecht. Ein paar blaue werden eingeschneit. Es kann sein, dass wir auch mehr Versuche brauchen. So sieht es jedenfalls momentan aus. Außer ich schaffe es, mich nicht mal ganz so dumm anzustellen. Ich glaube... Ah, hier ist sogar Auto-Aim an. Das ist sehr gut. Auto-Aim heißt das. Das hilft mir, glaube ich, ein bisschen in den Arsch. Hallo, warum schießt du nicht, du Junge? Ja, er schießt ein bisschen verzögert. Das nervt mich ein bisschen. Wir haben es fast geschafft. Ach, wie schade, mit einem mickrigen Punktestand von... Ja, komm, das nächste Mal schaffen wir es. Ah, natürlich, Grundi. Wir schaffen das. Wir schaffen das wirklich. Wie ich sehe, möchtest du wieder auf meine Minen schießen? Natürlich möchte ich das, Babe. Fertig, 3, 2, 1. Ja, ja, zieh schneller. Ich muss hier voll krass sein. So, ich kann eigentlich auch in der Ego-Perspektive hier so ein bisschen rumballern. Aber ich bevorzuge eigentlich eher so... Das sind eigentlich so Durchgänge, ne? Das sind Durchgänge? Krasser Scheiß. Ich dachte das gerade so ein bisschen, dass ich hier immer wieder drücken muss. Und ich habe... Vielleicht muss ich meine Taste umlegen, weil die ist hinten, meine Z-Taste. Und die muss man so übelst tief reindrücken, dass sie getriggert wird. Und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn ich hier im Dauerbeschuss hier die ganze Zeit irgendwelches Zeug machen möchte. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Denke schon. Ja, ich muss die mal umändern. Oh, Alter, ist das eklig, die immer zu drücken. Nee, Leute, das ist doch nicht normal. Okay, ich werde... Ich denke, ich werde so super schlecht an, einfach.
Ach so, oh, ich bin so behindert. Warte, ich ändere die Tasten. Das ist super anstrengend. Okay, Control-Plugin. Dann nehme ich mal die A. Ich wechsle mal die A-Taste aus. Das muss jetzt alles hier mitmachen. I'm so sorry for that. So, A nehme ich mal weg und Z nehme ich mal da, wo A ist. Da kann ich jetzt viel besser schießen, passt auf. Da bin ich jetzt gleich gottesgleich. Vermutlich nicht. Ein weiteres Spiel gefällig, na Logo. So, jetzt habe ich Z auf A. Voll am Cheaten hier. Möchte aber auch zu meiner Verteidigung sagen, dass die Kontrolle, dass das ganze Kontrollzeug jetzt hier komplizierter ist. So, wir gehen in die Mitte, machen die Ego-Perspektive rein und dann wird abgeballert. Ja, das geht auch schon viel besser. Was treffen würde, das ist wirklich auch ein Niveau. Auf jeden Fall macht es mehr Spaß. Wir machen jetzt ein bisschen rein. Ich würde gerne dich haben. Und dich, und dich. Guck mich alle so an. Gehen wir mal ein paar mehr blaue. So, mal ein bisschen wieder rum. Oh mein Gott, hier sind viele grüne. Ja, viele Punkte auf einem Haufen. Oh, und ein blauer. Schieß doch, du U-Boot-Bär. Ich möchte anmerken, ich habe schon Auto-Aim an, ne? Also, das ist gerade ein bisschen traurig, dass ich hier... Alter, wieso treffe ich hier nichts? Manchmal treffen die aber auch random irgendwas, was ich eigentlich nicht zu treffen brauche. Na gut, ich habe es jedenfalls geschafft. Das war jetzt ein bisschen einfacher dadurch. Ja, ich habe genug Punkte für den Preis gesammelt. Bekomme ich den jetzt? Oh yeah, Baby. Was rauscht hier so? Einen Moment. Ah ne, das ist so meine Spülung. Irgendwie, vielleicht machen sie wieder Havarie bei uns. Dann ist immer so ein bisschen Wasser-Action. So, wo ist denn jetzt das Puzzlo? Puzzlo, Puzzlo. Ich habe keine Ahnung, wo das Puzzlo ist. Ich gehe mal aus der Ego-Perspektive raus. Das ist vielleicht weniger anstrengend. So, wir gucken mal. Was ist denn hier so? Ist hier eine Höhle? Eine kleine Höhle. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Ich suche noch. Ich schwimme auch gerne gegen irgendwelche Sachen. So, hab's gefunden. Yay. Ein weiteres Spiel gefällig. Nö. That's enough. Bebe. 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 Enough is enough. So, jetzt kann ich meines Wissens noch eine Sache machen. Das ist der Endgegner. Wollen wir den Endgegner probieren? Wollen wir? Ich weiß nicht. Da ist ein bisschen ätzend, aber ich denke mal, wir kriegen das bestimmt hin. Wenn ich es wüsste, haben wir... Der ist immer in einem Spind drin. Du bist so ein Sackgesicht einfach. Ich hab grad sowas von keinem Bock auf dich. Geh mal ran. So, das hast du verdient. Das hast du sowas von verdient. So, okay, gut. Jetzt müssen wir hier den Spind finden. Von Davy Jones. Ich hab keine Ahnung. Ist irgendwo ein Spind von Davy Jones? Ist das ein Thing? Ich weiß es nicht mehr. War denn das da vorne? Es war auf jeden Fall einer, der schon so ein bisschen ramponiert aussah. Habe ich den schon weggeballert? Ist das der Spind, den ich aufgeballert habe? Jo, nehmen wir den mal. Weil da, glaube ich, das können wir als U-Boot machen, den Endgegner. Hoffe ich. Wir gucken mal. Oh Gott, wenn da schon eine Wabe am Eingang liegt, die ich einsammeln kann. Oh Gott. Hey, Benjo, da unten kann ich ein Puzzlo sehen. Sehen wir mal noch. Fürst von Fuck-Fuck. Was? Wer wagt es, Fürst von Fuck-Fucks Ruhe in seinem beunruhigenden, engen Schrank zu stören? Wir bringen nur die Post, Fürst Fuck. Lüg mich nicht an, du wolltest mein Puzzlo stehlen und mein Heim austrocknen, damit ich am Boden liegen bleibe, jämmerlich mit den Flossen schlage, verschrumple und sterbe, oder? Etwas in der Art. Dann erwartet dich ein nasses Grab. Oh nein, es ist Fürst von Fuck Fuck. Oh fuck. Okay, zu diesem Gegner. Ich glaube, der hat irgendwie irgendwas vor. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss mal hier so ein bisschen
Peilung, die Lage peilen. Also da schießt gerade irgendwie auf mich. Das ist natürlich gut. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn wir das wirklich mit dem U-Boot machen, weil A kann das U-Boot besser, also schneller schwimmen. Und Alter, da geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack. Und B haben wir dadurch auch unendliche Munition, womit wir auf ihn schießen können. Und dann, wir müssen hier auf seine Warzen schießen. Und seine Warzen, das sind so seine krassen... Alter, wisst ihr mal die scheiß Warze? Das sind eben seine Schwachstellen. Und man sieht, die Steuerung ist immer noch, ja, aus der Hölle. Wir haben eine Warze erwischt. Aua, meine schönen Beulen. Ja, jetzt ist er fort böse. Wir müssen alle seine Beulen wegschießen. Das ist the thing to be. Da ist die nächste Beule, die leuchten immer so schön auf. Wer hat nicht auch gerne aufleuchtende Beulen an seinem Körper? Er versucht uns dabei irgendwie anzugreifen, was ich nicht sehe, weil ich mich aber wegdrehe. Oh yes, wir sind die Beulendetektive. Ich sehe gar nichts. Ich habe gerade keinen Plan. Ich möchte aber auch nicht aus der Ego-Perspektive rausgehen. Wow, jetzt bin ich ganz schön nah an ihm dran. Entschuldigung, falls ich übersteuert habe. Oh my goodness. Oh Gott, geh bloß weg. Fuck, fuck. Oh fuck. Falsche Seite? Wo sind deine Beulies? Auf der anderen Seite? Wo ist das nächste Bäulchen? Da ist das Bäulchen! Gib mir das Bäulchen! Ich muss zum Bäulchen... Bäulchen schwimmen. Oh Gott. So, also irgendwie erwischen tut er mich bisher nicht. Das ist irgendwie traurig für ihn, aber schön für uns. Ich glaube, der Endgegner wird relativ easy peasy lemon squeezy für uns. Wir haben schon die Hälfte seiner HP runter und da ist auch schon die nächste Beule. Wow, er hat noch zwei Beulchen übrig. Ich weiß nicht, ob er noch eine zweite, also irgendwie noch eine zweite Phase kommt oder ob dann der Fuck abgefuckt ist. Wir haben auf jeden Fall noch keinen Schaden bekommen und mir wird gleich, ich kriege hier ein bisschen Übelkeit gerade. Das ist gerade ein bisschen unangenehm. So im Ego-Perspektiven-Modus. Komm, Beulchen! Beule! Beule? Auto-Aim, do you think? Endlich. Das letzte Beule. Die letzte Beule. Geh mal weg, fuck, fuck. Ich muss dich töten. Ich hab grad keine Zeit für deinen Shit. So. Ich muss an die Beule kommen. Das Alterbeulen sind alter. Junge. Jetzt wird mir richtig übel. Junge. Warte mal. Oh mein Gott, was ist denn hier gerade los? Ich muss mal ein bisschen in die Ego-Perspektive gehen. Außer ist Ego-Perspektive rausgehen, meine ich. So. So, und irgendeiner dieser Dinger wird irgendwann mal treffen. Yes. So, wird er jetzt richtig böse? Au! Habt ihr keinen Anstand, einen armen, blinden Fisch zu schlagen? Mit offenen Augen sehe ich vielleicht besser. Oh, fuck. Was ist jetzt los? Muss ich jetzt auf seine Augen schießen? Ah, bitte, nicht meine Augen! Oh, ist er jetzt, ist er richtig abgefuckt. Okay, ja gut, Phase 2, alles klar. Schnell weg. Ich hab... Wow, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Oh my goodness, ich hab grad keine Ahnung, was abgeht. Schnell weg da. So, schnell wieder Ego-Perspektive rein und... Ich muss seine Augen treffen. Gott! Das ist schlimmer als der Sandmann. Von ETA Hoffmann. Was ist das von ETA? ETH? ETH? Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Deutschgrundkurs. Da ging es auch wie um Augen und um Sehen und das war voll der creepy Shit eigentlich. Das war voll verstört. Oh mein Gott. Ey, ich hab den auch voll. Ich hab ihn getroffen, geil. Geh mal weg da, ne? Okay, Bruder, muss los. Muss los, Brudi. Ich nehme mal das Leben mit. Alter, lass mich mal... Alter, Junge. Lass mich da mal bitte raus, danke. So, wir müssen ihn noch zweimal treffen und dann sind wir fertig. Hoffe ich. Hab dich mal. Ey, ich hab voll gut hingeschossen. Doch, ich hab getroffen. Gut. Komm. Ey, das war sowas von getroffen. Perfekt. Und das ging sogar.
Verflucht, das Ganze scheint sich auf dem Kopf zu stellen. Ein schmackvolles Ende für meine 100-jährige Tiefseetyrannerei. Wir haben den Endgegner weggeentgegnet. Und ich überlege, ob wir noch irgendetwas mit dem U-Boot tun können. Ich weiß es nicht. Was mit dem U-Boot tun? Ich wollte ja Crispy Bacon helfen. Ups, jetzt habe ich eigentlich wollte ich den Endgegner erst in der nächsten Folge machen. Ups, also den Boss. Na gut, haben wir das in dieser Folge gemacht. Ging die Folge ein bisschen länger und letzte Folge ging dafür ja auch ein klein wenig kürzer. Da hält sich alles in der Waage und bisher ist das Spiel noch nicht abgestürzt. I'm glad. Ich befreue mich. Okay, gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Wow. You may let's play Banjo-Tooie. Ich bin immer noch super schlecht im Treffen. Ja, ist schon, na, die Steuerung ist schon aus der Hölle. Gut, bye.